Tonight's the night. Get the tools. Let's go. Und wie sich Israel nicht in Syrien einmischt. Niemals. Fast nicht. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber das ist kaum der Rede wert. Okay, mittlerweile ist die USA anderer Meinung. Russland behauptet zwar, Beweise zu haben, dass in Syrien Chemiewaffen von der Opposition eingesetzt wurden und hat diese Beweise auch an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der US-Regierung geschickt. Aber inwieweit die Armees das tangiert, ist ungewiss. Fakt ist allerdings, nach dem nun vierten Angriff Israels auf Syrien kann nun wirklich nicht mehr die Rede davon sein, von nicht einmischen. In Israel will man dazu nichts sagen und gibt sich als Unschuldslamm. Und ein bisschen beleidigt sind die Israelis auch. Es ist nun das zweite Mal, dass sie sich von den besten und wichtigsten Partner der USA verraten und im Stich gelassen fühlen. Die USA haben sich bei Israels dritten Bombenangriff schon verblabbert, sodass Israel nach ersten Demandis doch einen Angriff zugeben musste. Und nach diesem Hickhack und wie gesagt dem dritten Angriff auf Syrien besaß Netanyahu auch noch die Frechheit und warnte Assad davor, sich zu wehren, beziehungsweise vor einem Vergeltungsschlag. Und nun ist es mehr als verständlich, dass Assad mittlerweile auch ein klein wenig sauer wird. Beim letzten Mal sprach er schon davon, einen Gegenschlag auszuführen, sollte Israel noch einen Angriff starten. Die allseits beliebte rote Linie also. Nun, die dürfte jetzt überschritten sein. Wen wundert's auch? Da ändert es auch nichts daran, dass es sich bei dem jüngsten Angriff auf ein Raketendepot im syrischen Hafen Latakia nicht wie zunächst angenommen um einen Luftangriff handelte, sondern um einen Angriff aus dem Wasser. Genauer gesagt ging es von einem deutschen U-Boot aus, das ja großzügigerweise als Geschenk überreicht wurde. Öfter mal was Neues. Nichts Neues hingegen ist weiterhin die Angriffslust von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Der ging nämlich gleich dem Tagesgeschäft nach und stellt Forderungen an die USA, endlich mal in Wallung zu kommen. Schließlich gibt es danach einen Krieg zu führen gegen den Iran. Das muss ja auch erledigt werden. Ein Krieg führt sich schließlich nicht von alleine. Und da er nun wirklich keine Lust mehr hat, auf Obama zu warten, macht Israel das dann eben notfalls auch alleine. Bis zum Winter müsse sich was tun. Lange genug wartet er ja schon. Bereits 1992 als Parlamentsabgeordneter begann Netanyahu mit der Hetze. Naja, der nächste Winter kommt bestimmt. Bleibt nur abzuwarten, für wen ein tiefer Schnee fallen wird.